So, und da sind wir wieder zurück in einer neuen, wie ich hoffe, interessanten Folge. Diesmal steht alles im Zeichen der Pferdestellung, damit wir oben endlich, aber endlich loslegen können. So, das noch mit hier rein. Ja, ich bin losgefahren und hatte sogar noch den ganzen Schwung voll Material in der Tasche, also hier in der Karre. Hatte ich erst gesehen, als ich dort versucht habe, als Einzellager. Ah ja. Weißt du, was so schön? Man kann nicht alles sich merken. So. Gut. Stahl haben wir. Blei haben wir. Komm, wir schmelzen es einfach mal durch. So wie wir es gerade in der Tasche haben. So, was haben wir sonst noch? Lehm habe ich unterwegs nochmal einen ganzen Sprung mitgenommen. Weil da werden wir ja auch noch entsprechend viel brauchen. Da kommen die Steine können mit in die Kiste. Wenn Mike's nicht schon voll gemacht hat, hat er natürlich. Schweinerei, Mike, du kannst doch nicht einfach hier arbeiten. Das wird doch nichts. Wie schaut's aus? Was essen, trinken wäre so verkehrt nicht. Da. Bevor die Eier schlecht werden, dann essen wir sie, dann haben wir sie weg. Hier ist noch Vollwasser, hier ist noch ein Schluck Wasser. So, wer hat den Orten? Komm. Jetzt gib Gas hier. Los. Ofen kann doch nicht so schwierig sein. Wir wollen doch nur mechanische Teile muss ich mit hochnehmen. Ganz dringenderweise. So, dann Alu rein. Brauchen wir. Wir brauchen Kupfer. Wir brauchen Stahl. Kobalt hat man jetzt nicht nochmal gebraucht. Das würde ich jetzt gleich mal wieder einlagern. So. Ui, da rennt er immer mit einem Schlag los, als gäbe es keinen Morgen. So, Blei hier raus. Hier. Warum denn nur? Kobalt hier drin. Zack. Und Eisen brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. Nehmen, so. Ja, da kann man nämlich den nächsten Sprung voll machen. Und dann haben wir da auch davon genug. So, wie lange braucht ihr hier noch? Naja, viel zu lange. Schmeißen das mal dabei hier raus. Also, Blei, Eisen und Lehm. Nehmen wir einfach mal alles mit hoch, ja. Stahl nun nicht, den brauchen wir jetzt aktuell gerade nichts. So, die Kerne. Die Kerne, die Samen mit hier raus. Sning. Ich fahre jetzt nicht in die Höhle, also können das mit hier raus. Steckchen weg. Wir brauchen Platz im Inventar. So. Läuft. Ach, mechanische Teile. Seht ihr? Ich weiß nicht, warum der immer losrennt hier. Das ist. Mechanische Teile. Können jetzt einfach alle mit. Ja. Ist aber voll und ab dafür. Ich möchte doch zumindest heute unseren ersten Schwung Steine oben durchwerfen lassen, weil dann haben wir natürlich für Sand- und Glasproduktion und für alles keine Schwierigkeiten mehr. So. Also, mechanische Teile sind drin. 9 Eisenbahnen. Die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Gehen wir nochmal. So. Blei braucht man draußen noch fürs Windrad. Tadam. Läuft. Brauchen wir noch was für die Batterien? Hier fehlt noch ein bisschen Alu-Kupfer. Und ja, Alu und Puffer. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir. Können wir gleich das zweite Windrad mit in Betrieb nehmen. Naja. Also Alu, Kobalt, Eisen. Die üblichen Verdächtigen. So, das wieder rein. Also Eisen und Bretter. Und die Bretter, die können wir schon mal machen.
Die können wir schon mal machen, die haben wir. So. Erledigt. So, fehlt eigentlich bloß noch Eisen. Komm mal mit, Kiste. Ab nach unten. Und schneit. Ist denn dem schon mit hier drin gehabt? Nee, ne? Ich bin natürlich tropfig. Den hätte ich natürlich mitnehmen können. Haben wir das Dach wenigstens gleich schon fertig? Ich möchte unbedingt hochziehen. Das Hoch- und Runterrennen. Da wirst du hier irgendwann mal ganz matschig im Kopf. Die packen wir dabei hier rein. Die wollen wir jetzt gerade nicht. Bretter raus. Erledigt. So. Blei hat man ja jetzt nicht gebraucht. Zumindest nicht zwingend. Wir brauchten Kobalt. Hatte ich mir gemerkt. Nein. So, hier. Kobalt haben wir. Brauchen Alu. Und wir brauchen Eisen. Dann braucht man noch Kupfer. Die Schrauben raus, dann passt ein Alu mehr hier drin. Super. Schrauben weg. Eisen. Zack. Hier. Eisen, Stahl, Kupfer. Stahl weg. Setzen wir das nächste Eisen schon mal an. Aber hier noch ein Eisen, hier und hier noch. Na komm. Da ist es weg. Gut, was war jetzt noch? Eine Karre? Lehm. So, natürlich, wenn ich das Lehm mitnehme, dann bin ich zu schwer. Gegen die Fasern. 5 Kilo, zack. Wollen wir nicht. Essen, trinken müssen wir auch gerade nichts. Naja, was ist das? Lassen wir den mal hier. Könnte lass mal leben hier. Ja, gut. Die Kiste nehmen wir mit und wieder hoch. Ah, momentan ist das Wetter uns noch hold. Bisher gab es nur einen Eissturm. War aber gar nicht so lange. War auf dem Rückweg. Bin sozusagen schniefend und schnaufend wieder bei uns hier angekommen. Aber ich wollte jetzt auch nicht noch länger warten. So, wie nennen wir das Ding? Toni. Gut. Gut, den haben wir. Hat man hier gesagt, wir wollten. Alu haben wir draußen noch und Kobalt. Kobalt und Alu. Wir da zumindest einen kleinen Schwung haben. Wir müssen hier gucken, ob das hier alles passt. Die zweite Batterie. Braucht noch ein Kupfer. Ah, den haben wir natürlich jetzt nicht mit. Das ist jetzt natürlich schlecht. Den haben wir voll. Gut, wir brauchen eigentlich für den zweiten, für den dritten Blei und Eisen. Und Alu. Blei, Eisen, Alu. Okay. So, dann gucken wir mal. Also, Batterie ist ja verbunden. Wir gucken mal hier rein, Verteilerkasten. Gespeicherter Strom wird langsam. Aufwärthammer. Aufwärthammer. So. F-Kabel ziehen. Zu diesem Verteiler. Eine Kabelinventar. Na, sag bloß. Renne ich jetzt wieder da runter? Ne, warte mal, wir haben doch Lehm noch einstecken. Dann machen wir erstmal den Lehm noch raus hier. Ja, gut.
Da müssen wir noch die Ecke dort machen und hier die Zwischenteile. Also Dächer, Flachdach. Eins, zwei, drei und Nummer vier. Gut. Ja, sind wir doch gar nicht mehr so weit weg. So, hier wollten wir noch zumachen. Eben einstecken, holen wir ein paar Bretter. Das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwie zur Rande kommen, oder? Aber heute müssen wir es doch schaffen. Daher, wenn wir das Ding wieder voll machen müssen. Kommst mit. Mir ist ja zwar gewünscht, dass wir das heute schaffen, aber dann kann es nicht liegen. Mal gucken. Ja, das schaffen wir auch noch. So, wir brauchen praktisch 10. 20, 30. Holzbalken noch und 40 Lehm. So. Sind wir da? Nehmen wir das, machen das. So, muss ich das nicht in der Hand tragen? Ja. Bretter lassen wir hier. Ja, man kruschelt so vor sich hin und rennt hier und rennt da. So, mal gucken, wie viel Lehm wir jetzt noch hier haben. 1, 2, 3. Einmal Lehm fehlt noch. Komm. Musste hier irgendwo rumliegen. Dann haben wir wenigstens unser Dach zu. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm, Lehm. Komischerweise vor uns auf dem Weg bin ich ständig in Lehm vorbeigefahren. Konnte auch nicht mal so viel mitnehmen, weil sonst hätte es für den Rest nicht gereicht. Jetzt. Ah, guck mal da. Ja, hab dich nicht so. Ja. Gut. Würde bedeuten, wir kriegen unser Dach zu und wir können umziehen. Fertig. Jawohl. Ja, vorsichtshalber können wir noch was mitnehmen. Ja. Auf nach Haus. Wenn wir nochmal Lehm unterwegs sehen jetzt, dann können wir den noch mitnehmen. Wie hier, da. Schauen, ob wir wenigstens eine Lampe machen können. Muss ich jetzt im Dunkeln sitzen. Ja. Wir brauchen jetzt sonst noch was Kabel. Das nehme ich noch mal mit. Kabel. Komponenten. Kabel. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich hoffe nicht zu viele. Und ich würde schon mal so die erste Kiste mitnehmen. Damit wir oben klar was haben zum Durchlaufen lassen. Spart uns den Weg. Gut, ich hätte es auch im Wagen packen können. Oh ja. Mike ist ganz schön flott unterwegs. So. Na jetzt.
da, nach da. Ach so. Habe erstmal in der Weltgeschichte. Aber das wäre ist mir jetzt gerade erstmal egal. Ja. Müsste ja rein, wenn ich die Kiste nehme, komplett umstarte, das Ding loslaufen. Dann bam 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 bam. Nee, nicht so rum. Alles raus, alles hier rein. Sambo, komm, wir schalten uns mal an und wir gucken mal, wie viel Strom wir haben. 286. Eingehend 20, ausgehend 0, verfügbar 20. Stony braucht 100. Kommt dann. Kannst du nicht mal loslegen? Super. So, Mike, hier, die Kiste ist in Zukunft für dich da zum Vollmachen. Perfekt. Schauen, was der Strom macht. Ein gegen 20, also von minus 80. Naja, ein bisschen was kann er ja machen. Super. Aber warte mal. Die Schmelzöfen können ja hier weg. Geländer. Oh ja, stört jetzt nicht. Gut, wir können umziehen. Oder? Dach war alles zu. Grad. Oh, Lehm. Hab ich jetzt schon mal fast vergessen. Fehlt natürlich noch ein Holzscheit, glaube ich. Fehlt noch. Ein Holzscheit. Gut, dann haben wir. Hütte fertig. Was macht denn Mike hier hinten? Ah, gut. Prima. So, dann müsste es hier ja langsam warm drin werden, weil die Hütte fertig ist. Dach ist zu. Da würde ich mal der Schönheit halber einfach noch so ein Ding reinsetzen. Brauchen noch ein paar Bretter, oder? Oh, da unten. Vier Bretter, die holen wir schnell noch. Dann ist das Dach fertig und dann ziehen wir mal so nach und nach mit dem Zeug nach oben. Oh Gott. Vier Bretter. Achso, du musst wieder hier hoch. Was? Das wird nicht eine verwinkelte Butze geworden. So. Gut, haben wir. So. Wir sind bereit zum Einzug. Ja, das sieht noch suboptimal aus, aber naja. Hängen wir am Fernseher hin oder so. Oder vielleicht reiße ich die Wand nochmal ab und mache dort nur eine Holzwand draus. So, da unten Steine als nächstes. Ja, das ist alles so, was uns jetzt erstmal nicht tangiert. Was wir jedenfalls brauchen, ist noch eine zweite Kiste hier. Weil die eine ist ein bisschen voll. NPC-Gebäude in die Kiste. So. Zwei, also 16 Bretter. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Perfekt. So. Was essen? Ja, und haben wir noch eine. Fangen die mal hier rein. Und dann nehmen wir hier rein. Eine Technologie offen. Wasser haben wir. Mike geht's gut. Wie sieht's im Gewächshaus aus?
Mike kümmert sich, läuft alles. Wenn ich jetzt erstmal runterstürze. Ja, und dann ziehen wir jetzt nach und nach hoch. Die Hütte lassen wir unten erstmal noch stehen. Hat mir jetzt schon die Regale? Lager? Regale? Seht ihr, die hatten wir ja auch schon. Sprich, wir können ja rein theoretisch hier schon ordentlich einlagern. Ja, einmal hier. Und einmal hier. Brauchen der noch alles? Oh Gott, Eisenbahn, Bretter, Schrauben. Eisenbahn, Bretter, Schrauben. Na toll. Also viele Bretter. Mal gucken, was wir tragen können. Ich habe schon ein Regal fertig. Da-dum. Ja, reichen die Bretter? Natürlich nicht. Vier Stück wieder. Eisenbahn können wir dann ja in Ruhe machen. Schrauben ja auch. So. Der hat schon mal gemacht. 10 Eisenbrocken und 50 Sand. Naja, immerhin. Badam, badam. Unser Schaf vorher noch schlachten. So, was ist, hast du jetzt noch hier drin? Du bist leer. Dann wirst du jetzt die Sandkiste, weil. Wann? Da. Gut, das ist weg. So, pass mal auf, Lehm packen wir mit hier rein zu Steine. Erstmal, das haben wir. Ihr kommt raus. Hier ist nichts drin. Die haben wir leer. Da nach hinten. Cool. So, dann würde ich sagen, packen wir. Passen die auf den Wagen? Nee, ne? Ach nö. Muss ich die einzeln tragen? Na dann. Geht's jetzt ein paar Mal hoch und runter. Ach, dann können wir langsam das Zeug. Dann würde ich nämlich das ganze Gemüsezeug erstmal mit ins Haupthaus stellen. Hier ins. Hier schön rein. Gut, haben wir. Mal Bretter sind fertig. Können die nächsten reinschmeißen. Ja, du hast Durst, ich weiß. Da ist nicht mehr drin. Aber da. Keine Ahnung, warum Mike die Dinger da immer in die Weltgeschichte schmeißt. Ja. Bretter. Ja, und da können wir nämlich ordentlich einräumen. Und fühlen uns dann von dann an hier zu Hause. 8 Bretter noch. Na komm. Stück, perfekt. So. So, das geht immer wieder aus, wenn kein Strom mehr da ist. Oder wo ich machen? Mike füllt. So, Bretter waren soweit durch. Das war. Weil ich wollte ja gar nicht die Gemüsekiste mit hochnehmen eigentlich, aber ich habe sie immer im Wickel gehabt. Naja. Ja, passt nur auf Reh. So, was brauchen wir als erstes oben? Ich würde mal sagen, die Schmelzkiste kommt erstmal hier runter. Die kommt auch hier runter. Du bist leer. Nehme ich dich schon mal mit.
Du warst teuer. Ja, ich renne jetzt hier ein paar Mal hin und her. Weiß nicht, wollt ihr dabei bleiben? Ja, kommt. Kann ja nicht schaden, oder? Als Platz hatte ich ja hier hinten vorgesehen gehabt. Mal gucken. Ja. Oh. Ein Wunder, dass es hier nicht warm wird. Hier ist ja alles offen. Ja, es wird nämlich wirklich langsam kalt. Nur Zeit, dass wir oben die Feuer ankriegen. Jetzt sind wir nämlich hier wieder gefangen in dem, was wir tun und was nicht. So. Du kommst runter. Kommst runter. Na komm. So. Öffnen wir gleich die zwischendurch Kohle mit. Ich nehme auch mit. Und wieder hoch. Es ist schon Nacht, da möchten wir auch schon mal schlafen. Wenn die Zeit, die rennt. Ja, und dann können wir mal ringsherum gucken, ob noch irgendwelche Stellen sind, wie da oben, die wir noch zumachen müssen. Aber es war ganz knapp, dass die hinpassten. Wir nicht jetzt mehr hängen bleiben. So können sie stehen bleiben. Ich könnte die zwar auf die Ecken verteilen. Ja. Super. Ja. Aber dann hätte ich ja zwei Stellen, oder? Naja. Wenn der Monk wieder, ihr wisst, der schreit dann immer ganz laut. Hey. Will die unbedingt nebeneinander stehen haben. Ja. Gut. Gefällt mir. Reicht mir auch so vollkommen. So, machen wir zu. So. Wir schmeißen schon mal Kohle rein, damit wir wenigstens ein bisschen Wärme reinkriegen in der Hütte. Ja, seht ihr, 23 Grad ist in Ordnung. Aber es ist noch helles Wetter. Aber ich vermute mal, dass wir als nächstes einen Schneesturm kriegen, beziehungsweise den Kälteeinbruch. Und da will ich zumindest das Wichtigste schon oben haben. Weil das ist alles so viel. Passt mal. An alle Gegenstände. Na toll. Das wollte ich natürlich eigentlich nicht. Das war jetzt eigentlich nicht so mein Ziel. Wir brauchten Schrauben. Schrauben und Eisenbahn, ne? Das ist schlecht. Dann lass uns mal oben noch ein bisschen schmelzen. Du kommst schon mal dahin. Und du kommst schon mal dahin. So. Zack. Dann kannst du mitkommen. Und du auch. So. Nee. Ja, Kiste. Bewerte ich nicht. So. Bam, 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 bam. Dann kann ich schon oben schon mal die Steine durchlutschen, um Eisenbahn zu produzieren. Dann kriegen wir die Regale nämlich fertig und dann können wir nämlich die Regalkiste nämlich auch hochziehen. Ja, machen wir mal voll. Schon wieder so ein
ihr wisst schon. So, nun wird es hier wieder schwierig mit dem Tropfstapeln. So. Zaubertrick. Ja. Ah ja. Höhen sieht anders aus. Der. Darüber. Die nicht. Ja, die passt. Und jetzt du. Ah. Prima. Gut, das haben wir. Du kommst hierher. Passt, du kommst daneben. Ja, prima. Voll machen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Amber. Wir auch. Hast du wieder raus? Da habe ich natürlich das verkehrt rum, aber. Ein. Die nehme ich mal aus dem Inventar raus, die Sachen, damit ich jetzt nicht tausendmal hin und her schleppen muss. Gut. Mittelwagen. Du sollst mitkommen. Gehen wir runter. Schlafen eine Runde. Damit wir dann ausgeruht in den nächsten Tag gehen können. In der Zeit kann oben schon mal das bisschen Eisen durchschmelzen. Und dann packen wir auch für die nächsten Sachen und dann geht's ab nach oben. Mike, Tür zu. So, wir haben hier noch was zu essen. Das würde ich mir gleich gönnen. Ja, gemeinerweise die ganzen Fische oder die ganzen Sachen hier abhängen. Ich weiß noch nicht. Wir wollten schlafen gehen. Los, komm. So, nicht so lange schlafen. Guten Morgen. Wir haben ja noch was vor. Also, dich nehmen wir erstmal hier weg. Ja. Kleiner, hier. Zweimal was von dem. Leder, noch ein Stück Leber dazu. Eins, Nummer zwei. Und ein. So. Also, du darfst hier drauf. Du wirst gegessen. So. Leber hebe ich mit zum Schluss auf. Das ist dann das Mittagessen. Hände waschen im Schnee. Warum nicht? So, Wasser hier durch. Du willst, dass ich dich jage, ne? Nee. Hab ich jetzt nicht vor. So, du wirst natürlich lustig. Wie und was packen wir, kriegen wir nach oben? Regale oben waren noch nicht fertig. Aber wir könnten dabei schon mal die Sachen mit hochnehmen. Nummer 1. Zwei. Drei. Und Medizin. Komm, die nehmen wir schon mit hoch. So, und den ersten Wagen fertig. Deckenständer, naja, der ist nicht so wichtig. Was hier? Das ist wie, als würde er durch die Stube rennen hier. Und weiter geht's. Ja, jetzt wäre ein Umzugshelfer gar nicht so verkehrt.
Pass mal auf. Die Kiste erstmal hierher. Was kannst du da oben rum? Die Kiste hierher. Dann haben wir die zumindest schon mal da. Zack. So, wie sieht es hier aus? Ja, irgendwie habe ich es mehr als ich wollte. Aber egal. Das können wir dann zurücklegen. Ist jetzt nicht so schlimm. Raus. Ja. Und hier. Was für die Schmelze. Wie fehlen denn noch? Das erst gemacht. Das. Da fehlen noch drei Eisenbahnen und 20 Schrauben. Schrauben? Wo habe ich denn die jetzt hingeschmissen? Gut, mit irgendeiner Kiste noch, ne? Steht hier. Tiere steht natürlich nicht drauf auf den Kisten. Macht mal ein bisschen schneller hier. So, Bretter sind alle drin. Also, es kommt in der Zeit immer hier warten. Man rennt ja die Zeit auch bloß den frei. Das macht ja. Macht ja nun gleich gar keinen Sinn. Ja. Also, tierisch. Zack, hier rein, das da rein. Ja, welche Kiste man jetzt eigentlich mit hochnehmen, ist eigentlich egal. Hoch müssen sie ja alle. Das ist erledigt. Ja, was gegessen? Hier hinten was gegessen? Tiere können ihn schon irgendwie ein bisschen wahnsinnig machen. So, noch was trinken. Was mit Leber drauf, bevor sie vergammelt. So. Das haben wir oben, das haben wir oben. Naja, ich muss ja eh ein paar Mal hoch und runter rennen. Alu, das war Alu, ne? Ja. Die Regale, die kann ich ja dann anschließend mal umziehen. Ich nehme mal das Ding schon mit hoch. Mal aus dem Weg. Mal schauen, wie es oben ausschaut. Ja. Ihr seht, ich habe noch eine Menge zu tun. Ehe alles oben ist, renne ich mich noch tausendmal hin und her. Darfst hierher. Erstmal. Mindestens kriegen wir jetzt. Falsche. Mal den nächsten Schwung Eisen zusammen. Einmal voll. Das nochmal voll. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an der Folge. Lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde hier schon mal alles soweit hochziehen, was unten noch übrig ist. Oder zumindest das meiste, sagen wir mal so rum. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer frischen Runde. Denkt an eure Likes, denkt an eure Kommentare und denkt vor allen Dingen dran, wieder reinzuschauen. Ja, in diesem Sinne, Tschüssikowski. Und bye bye.